Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2, bei diesem tollen Spielchen. Ah, ich habe es ja bei Evil Within 1 gesagt, der erste Teil ist viel besser als der zweite. Blödsinn, ne? Hätte ich geglaubt, aber steht dem in keinem Stück nach. Also absolut gleichzustellen, mindestens, ja. Also vor allem die Story auch extrem cool, ja. Und die Gegner auch, also ihr werdet da einiges noch erleben hier in diesem Spielchen. Also bleibt's mal treu, schaut's bei mir weiter. Würde mich freuen. Okay, so jetzt geht's hier wirklich weiter dann mal. Wir sind ja mittlerweile in Kapitel 2 angelangt und öffnen hier mal. Und ihr werdet merken, es ist ja teilweise auch ziemlich verstörend hier in diesem Spiel, ja, wo man sich denkt, hä, was ist denn da los, nicht? Urkomisch teilweise, aber lasst euch da nicht verwundern, oder seid da nicht verwundert, wenn es da manchmal ein bisschen komisch zur Sache geht. Wie jetzt gleich zum Beispiel. Auf einmal ist hier. Ist hier zu, beziehungsweise eine Tür. Und hier steht William Baker. Wer ist William Baker? Ist das nicht einer von diesen fünf STEM-Mitarbeitern, die wir finden müssen? Hier übrigens braucht es nicht schauen, da ist keine Tür, da geht es nirgends rein, ihr könnt es probieren. Aber ihr werdet sehen, überall ist verschlossen. Darum geht es hier weiter, um die Ecke. Und da dann immer der Musik nach. Und auch hier haben wir wieder Klassikmusik, wie wir schon aus dem ersten Teil kennen. Gehört doch zum Suchteam. Baker. Das ist Wahnsinn auch, ne? Also, ist das geil oder ist das geil, ja? Eine Kugel mitten durch das Hirn, durchgefetzt, ja? Den treibt es hinten, den Frontallappen hinten weg durch, ja? Der Amygdala hat es total zfetzt, ja? Also, der hat keine Ängste mehr. Ohne Amygdala hast du keine Ängste mehr, ja? Ist übrigens das Angstzentrum, ja, im Hirn, die Amygdala, ja. Na, aber arg, oder? Und da kann man mal schauen jetzt, ja. Bitte, wer macht sowas? Was ist da passiert? Man kann auch, wenn man hier in diesen blauen Umriss da reingeht, noch näher bei ihm sein. Ist es Horror oder ist es Kunst? Sucht euch das aus. Der Anführer des Teams. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Ja, Wahnsinn, ne? Gut, ich gehe wieder raus, weil das ist schier. Das ist einfach nur schier, darum gehe ich wieder raus. So, gut, dann haben wir das mal gesehen hier. Also, arg, oder? Gut, jetzt kann man. Habe ich schon eine Lampe, ja, da. Jetzt kann man hier von diesem Raum da durchgehen und dann kann man hier ums Eck gehen. Das ist einfach nur so ein Durchgang. Da vorne gehen wir dann gleich weiter und wenn wir hier so rumgehen, kommen wir da wieder raus. Also kann man einmal so im Kreis gehen, ja? Wir sind jetzt da gegangen und gehen jetzt hier noch einmal denselben Weg entgegen, in die entgegengesetzte Richtung. Genau. Und hier vor mir steht ein Wecker. Seht ihr? Da, dieser schwarze Wecker. Und genau vor diesem schwarzen Wecker liegt Info Nummer 1. Ja? Die erste Info bitte hier entnehmen. Es ist die erste Info von 40 übrigens. Ja? Hier genau auf dem Tisch vor dem Wecker. Gut, dann geht es gleich weiter.
Wie ich sagte, da sind wir jetzt die Runde gegangen. Wir gehen jetzt hier weiter. Und da sehen wir gleich dieser Schrank, dieses Regal. Und da sind so Kratzer am Boden. Na, das ist ja komisch, oder? Was ist da los? Heraus. Oder hinein. Aber vielleicht können wir den ganzen Teil da mal schieben. Ja, es funktioniert. Ja, schön vorsichtig, nicht zu schnell und nicht zu wild, weil sonst kackst dich noch an. Das brauchen wir nicht. So, gut. Dann geht's hier weiter. Ja, wie gesagt, die ganze Steuerung, weiß ich jetzt, da geht es jetzt nicht drauf, nicht dann noch genauer dann drauf ein. Ich sage nur, Kreis ist Lampe allein und ausschalten. Ducken ist R3 reindrücken, Sprinten ist L3 reindrücken. Ja, das ist immer das Wichtigste, sonst interagieren, das wird ja immer angezeigt. Ne? Ja, da geht es dann weiter, da in diese Richtung, da ist, haben wir eh nichts, da ist abgesperrt. Und wir gehen da gleich mal nach vor. Und es klingelt. Na, dann schauen wir mal. Wer ruft uns denn da jetzt an? Hallo? Sehr lustig, ne? Arschloch. Ja, wenn ich das wüsste. Gut. Sonst braucht es da eine offene Tür, wo man nicht rein kann. Seht, also da wohnt übrigens Manuela Ruberto drinnen oder hat mal gewohnt. Also es schaut mal aus, wie wenn das so Apartments wären oder irgend sowas. Ja, Hotel ist glaube ich keins, weil sonst wären ja da keine Namensschilder auf den Türen. Gut, da vorne allerdings wieder nicht. Vielleicht ist es ein gemischtes Haus, ja, mit Apartments und Hotels. Kann natürlich auch sein, ne? Also Hotelräumen. Sonst ist da eh nichts. Wir können da gleich jetzt mal raufgehen. In den ersten Stock. Sehen da eine Nische, wo es nicht weitergeht. Allerdings hier haben wir ein Gitter, da duckt man sich einmal durch. Und hier auf dem Tisch, ja, finden wir die zweite Info. Info Nummer 2. Hier bitte auf dem Tisch entnehmen. Ja. Dann gehen wir da wieder weiter. Schauen da mal, was ist da los. Helfer! Helfen Sie mir! Hey! Verdammt! Was ist hier vor sich? Ja, das wüsste ich auch gern. Was zum Geier? So, dann schauen wir mal nach oben. Denn da geht's nirgends sonst wo weiter. Könnt's mal glauben. So. Gut, auch wieder Nische mit nix. Da geht's auch nicht lang. Seht, ich wollte es euch nur zeigen. Allerdings hier, ganz komisch wieder, mit so roten Vorhängen oder, ja Vorhänge sind's. Schauen wir da mal rein. Ja, jetzt wird mir erklärt, dass ich mich da, wenn ich R1 halte, in Deckung gehen kann. Das kennen wir ja alles schon auch aus dem ersten Teil, vor allem aus dem DLC. Und ja, brauche ich aber nicht, weil wie gesagt, aber ich schleiche mich da mal um die Ecke, denn der Freak kommt gleich. Der geht aber eh hinten vorbei, also wenn der mal da an einem vorbei ist. Ja, geh weiter, du Freak. Den werden wir noch ein paar Mal treffen. So, das war's auch schon, denn der verschwindet da hinten dann. Seht's und fort dieser. Wer zum Teufel war das? Ja, Freak, ne? Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Und schaut, jetzt wissen wir zumindest einmal, wer für diese Bluttaten hier verantwortlich ist. Nämlich der Fotograf höchstpersönlich, ja, der Freak. Ja. So, dann schauen wir da mal. Wie der Anführer des Teams. War das jetzt kein Kopfschuss, sondern schön mitten in die Brust.
Aber der hat jetzt gerade geschossen. Das war jetzt mit seinem Messer, glaube ich, aufgeschlitzt. Wie es aussieht, ja genau. Ein Freak. Okay, sonst ist da nichts. Cool zum Ansehen oder auch nicht. Entweder cool zum Ansehen oder zum Anspeiben. Je nachdem. Und wir schauen weiter. Also, wie ich es vorher gesagt habe, es ist extrem verstörend hier, das Ganze. Ich muss einen Weg herausfinden. Und wir sind schon wieder in so einem Bereich. Das schaut doch so aus wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass hier ein riesiges Pendel ist. Da geht's weiter, oder doch nicht? Nein, es ist ein Abgrund. Es geht nicht weiter. Allerdings, auf der gegenüberliegenden Seite, da sind wir gekommen. Und wenn man da jetzt nach vorschaut Richtung Pendel, biegen wir nach rechts ab. Und wo vorher die Tür war, wo die Manuela Ruberto drinnen wohnte, wo steht immer noch da das Namensschild, können wir jetzt allerdings im Vergleich zu vorhin rein. Genau. War das eine Kreissäge? Und hier auf diesem Tisch entnehmen wir Info Nummer 3. Hier auf diesem Tisch. Sonst ist da nichts, Sackgasse, hier geht es nirgendwo weiter. Wir gehen wieder zurück. Also Info Nummer 3 hier bitte am Tisch entnehmen. So. Dann geht es hier im Stiegenhaus wieder nach oben. Da kommt mein Puppenkopf entgegen. Auch nicht schlecht. Puppen habe ich eh so gern. Schaufensterpuppen und so. Das ist mir Gummipuppe noch lieber. Entschuldigung. Gut, hier sieht man das riesige Pendel hier. Ne? Schaut schon cool aus auch. Und da lauter Leichen in so Leichensäcken. Kennen wir auch alles schon aus dem ersten Teil. So, da können wir jetzt gleich weitergehen. Wenn es darauf geht, Sprinig-Sackgasse, da ist abgesperrt, gell? Also es bleibt uns eh nur eine Möglichkeit. Und so ist es auch in dem Spiel dann meistens, in den meisten Kapiteln ziemlich linear. Alles schlauchförmig entlang geht es da immer. Aber auch schön cool immer. Ich lasse mir auch Zeit in diesem Let's Play. Ich habe mir gedacht, ich rasche da trotzdem nicht durch. Und will mir da alles wirklich ein bisschen anschauen. Auch hier die Augen und so. Das Ganze, die Bilder hier. Den Mund, also da kommt schon coole Bilder auch, coole Fotos. Man nimmt sich ja die Zeit oft nicht, ne? Man nimmt sie sich einfach nicht, ne? Man rasch durch und aber in diesem Let's Play habe ich wirklich mal vor, dass ich mir das alles ein bisschen genauer ansehe. Da hat sich jetzt das Bild zum Beispiel gerade bewegt, ja? Das Auge. Gut, wir gehen da mal weiter. Und was ist da vorne schon wieder los? Was haben wir da? Was steht denn da? Rebirth, Wiedergeburt. Boah. Aber hat schon was mit den Rosen. Wir gehen einmal rein, wir schauen uns das an. Und wir sehen, das sind gar keine Puppen, das sind echte Menschen. Sie mit diesen Stacheldraht zusammengebunden, ja. Boah. Wie ein Söchroller. Schaut das aus, ne? Fast, beinahe fast schon. Nur ist der nicht mit Stacheldraht zusammengebunden, nicht? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Boah, einfach nur hässlich. Gut, sonst ist da in diesem Räumchen nichts mehr. Man hört hier schon ein Geräusch. Das war nämlich hier dieser Aufzug. Und der will, dass wir da reingehen. Und da werden wir auch gleich machen. Also wie gesagt, schaut sich das in Ruhe an und dann geht es hier weiter. Und wir werden mal den Aufzug betätigen und nach oben fahren. Oder nach unten, ich weiß jetzt gar nicht, wo uns hinbringt. Ja, bitte, danke. So, Viertelstunde haben wir schon wieder. Pfiat mich oben, Nesan, da geht es unle dahin. Die Zeit verläuft immer so schnell hier bei diesen Let's Plays. Ist unvorstellbar.
So, ich glaube, wir sind nach oben gefahren. So, dann schauen wir da mal rein. Ducken. Ja, gesagt, ohne Licht siehst du überhaupt nichts. Und da, im ersten Mal auch leicht erschrocken. Ein bisschen abgefuckter Geruch hier. Boah. So. Was haben wir da? Ein Auge, ein blutiges Auge. Dann drehen wir uns mal um. Oh, auf einmal steht eine Kamera da. Ich will da mal durchrennen, das wollte ich immer schon machen. Geschmackig. So, gut. Und auf einmal ist eine Tür da. Also was ist da bitte los? Ja, dann gehen wir da mal rein, oder? Oh, Scheiße. Das kannst du laut sagen. Kennst du den Schmäh? Was ist das? Es ist sowohl drinnen als auch draußen. Auch geschissen. Entschuldigung. Musste ich loswerden. So, ich habe es eh schon gesehen. Ich habe mich auch das erste Mal so erschrocken, als ich mein eigenes Spiegelbild sah. Ne? Sieht man auch nicht oft in Spielen, ja? So schön sein eigenes Spiegelbild, ja? Und auf dem Spiegel biegt eben auch ein Bild von uns, ein Foto, und das werden wir gleich einmal nehmen. Was zur Hölle? Da ist die zu Fleisch gewordene Kreatur. Ist die hässlich oder ist die hässlich? Bitte lauft's nicht zurück, lauft's bei ihr vorbei und dann sprintet's. Und jetzt ist eben das, was ich gesagt habe. Ich habe ewige Ausdauer, das heißt, ist ein Spaß für mich. Ja? Sonst bitte haushaltet's mit der Ausdauer, denn am Anfang überhaupt, da habt ihr nicht viel. Ja? Und dadurch ist das Spiel dort um einiges leichter, ja? Wenn's diesen Modus da nehmt, diesen Gott-Mod. Ja? So, und dann hier schnell dann rein und bitte geht's in diese Richtung, sonst ist da nichts in diesem Raum. Einfach über diese Leiter hier rauf und den Gitterschacht da nach oben. Es ist sonst nichts in diesem Raum. Einfach bei der Tür rein und links nach vor. So, dann zwängen wir uns da mal durch hier. Ah, kleine Rutschpartie. Verdammt, was zur Hölle ist das? So, ich sag nur arme Ratte, mehr sag ich nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Genau. Ja, die hat keine Eier mehr, wenn es männlich war. Die hat keine Gogel mehr. So. Haben Ratten Eier? Na sicher, oder? Oder? Weiß jetzt gar nicht. Okay, dann immer hier weiter und dann nach unten. So. Oh Gott, sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da, die alte Schuf. Ah. Und sprinten. Verbraucht Ausdauer. Ja, normal schon, bei mir nicht. Ne? Und da kommt er jetzt von der anderen Seite. Jetzt bin ich eingekesselt. Ja, was macht man in so einer Situation? Was macht man in so einer Situation? Einfach schnell X drücken. Ah. Oh Gott. Und lauf, lauf. Aber das macht er jetzt eh automatisch. Und, oh, wir sind vorerst mal in Sicherheit. Oh. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Ja, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. So,
Ja, wir haben ein Feldmesser erhalten. Ich schau mal kurz, habe ich jetzt schon. Ja, ich habe mein Waffenrad und jetzt seht es hier mal. Habe ich auch schon im ersten Teil erwähnt. Ich bin voll ausgerüstet, ausgestattet. Habe jetzt nicht nur die normal, also die ganzen Waffen, habe sogar so Special-Waffen auch dabei. Eine habe ich mir noch nicht geholt, das zeige ich euch dann im Chapter 3. Und ja, ich habe da schon einmal vorgespielt. Da habe ich dann auch schon alles outgemaxed. Ich sage euch das dann, wenn es soweit ist. Allerdings hier bei den Waffen jetzt einmal könnte ich jetzt wechseln zwischen Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer und ja, und hier unten den Revolver. Also das ist da den, was ich vorher schon hatte. Und das bekam ich dann erst später im Lauf der Story, die Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Und im Bereich Revolver und ja, kann man hier hin und her switchen, was man halt dann tragen will. Bei der Schrot ist es ähnlich, da habe ich schon drei. Ich weiß nicht, welche ich, die hatte ich glaube ich zu Beginn, die abgesägte, das war die Standard, also die erste, was man bekam. Und dann bekam ich auch noch die doppelläufige Schrotflinte und die langläufige Schrotflinte. Das sind alles Special-Waffen, die man dann in speziellen Kisten dann im Spiel finden kann. Und zum dritten haben wir dann noch hier unten bei den Bolzen, aber das kennen wir eh schon, aus der Qualenarmbrust, die gibt es hier auch dann wieder zu finden. Schauen wir uns dann alles an in Chapter 3, das ist nämlich der erste größere Bereich, Open World Bereich ein bisschen, genau, in Kapitel 3. Und da wiederum kann man dann, kennen wir eh alles schon, ich könnte mir aber gleich mal dann ausrüsten auch, ich lege mir die gleich mal daher, dann lege ich mir die Schrot da oben hin, ja, dann lege ich mir noch ja, die Sniper daher. Und ja, Sturmgewehr findet man auch erst viel, viel später im Spiel. Ich habe es natürlich auch schon hier. Und auch hier, ganz cool, einen Flammenwerfer habe ich auch schon, bekommt man auch erst viel später im Spiel. Ja, aber da sehen wir dann ja alles dann in der Story. Ja, das ist mal soweit zu den Waffen. Und weil ich jetzt gerade gelesen habe, jetzt haben wir das Feldmesser in der Story hier bekommen. Dann gehen wir hier gleich mal durch diese Tür hier durch. In diesem Raum ist sonst nichts gewesen. Und wo bin ich jetzt? Ja, in einer Hütte, in einem alten, abgefuckten Haus. Ja, also das sind Fragen, Sebastian, das sind Fragen. Ja, ein schönes Hotelzimmer wird es nicht sein, oder? Mein Gott, nein, der steht auf Fang wie ein kleines Kind. Wirklich, aber ich sag das. So, Spritzen nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir gleich mal auf. Ja. Und jetzt bitte hier nicht rausgehen. Denn wenn es da rausgeht, kommt schon raus. Ja, genau. Wir biegen hier ab in dieses Räumchen. Ja. Gehen da nach vor und gleich auf dieser Kommode hier, zwischen den beiden Vasen da, zwischen der blauen und weißen Vase und dem Teller hier, liegt in der Mitte Info Nummer 4. Also bitte hier entnehmen, ja, auf dieser Kommode. Genau. Und wenn ihr das erledigt habt, einfach wieder raus. Und jetzt können wir durch diese weiße Tür, die führt uns nach draußen gehen. Und gleich bekommen wir Info Nummer 5. Allerdings, da braucht man nicht viel umsuchen, das bekommen wir automatisch. Indem wir einfach hier aufmachen. Und er sieht, unter dem Buch liegt eine Pistole. Das ist unsere erste Feuerwaffe, die wir bekommen. Und beim Hinausgehen. Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. Genau, beim Hinausgehen ploppt dieses Foto der Familie Castellanos auf. Schöne Scheiße ist das. Was, meine Familie, oder was? Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar.
Ja, wir bekommen die Magnum. Gut, dann haben wir das einmal erledigt. Hier geht es nicht weiter, Sackgasse, ja. Und wir müssen hier dann unten weitergehen. Machen wir gleich. Und auch hier in diese Richtung ist nichts, bis auf ein Kräutlein, das nehmen wir mit. Ja. Da kann man dann Sachen machen. Ja. Zeige ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Und wir gehen jetzt da mal nach vor. Also die ersten fünf Items haben wir schon einmal. Also Items, die ersten fünf Infos haben wir schon einmal, plus das erste Tier. Also insgesamt sechs Collectibles haben wir bis jetzt schon mal eingesackt von 105. Also ja, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen, aber doch auch. So, dann gehen wir hier mal weiter und da sehen wir schon ein Auto, das da irgendwo ein bisschen auf diesen Masten da angefahren ist und schauen wir da mal rein. Armer Mistkerl, hier Armer so Hund, ne? verwesen zu müssen. Ih, den fressen schon die Maden auf, die Würmer. Das ist nicht recht geschmackig. Aber jetzt wird es gleich noch schlimmer. Mehr sage ich nicht. Und dafür müssen wir Wo da mal sind nach wir, vor. Sebastian? Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja, zu ruhig. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Hallo? Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ich sagte, iss! Na also. So, jetzt gemacht, ne? So, gute Nacht. Also, ist schon grauslich, oder? Bitte, ist schon grauslich, ja? Also, Punkt 1, ja? Jetzt sieht man ganz genau, wieso 80% der amerikanischen ja, Kinder, Jugendlichen schon fettleibig sind, ja? Das ist einfach die Erziehung, ja? Ihr habt es gesehen, friss, iss, ja, bis zum Hirnschlag, ne? Also das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Also da sieht man es wieder, ja. Das mal Punkt 1. Punkt 2. Bitte war das nicht eine Anlehnung auf Resident Evil 7? Obwohl lustig, das Spiel ist viel älter, ne? Aber vielleicht haben es die Pläne schon gehabt, ja. Dass diese Szene hier dann irgendwann einmal in Resident Evil auch machen, ja, nur halt ein bisschen, ja. Mehr und intensiver und ja, ausgedehnter, sag ich mal, ja. Aber diese Szene, das hat doch ein bisschen was, ja. Mit diesem Tisch da, mit diesem Fraß da, wir schauen uns das gleich nochmal, wir gehen da nochmal rein. Also bitte, die Mutter, die hat dem das Nasenbein zerschlagen, ne? Boah, also, das war schon schlimm, oder?
Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja. Ja, hab ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lily schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Da, also Wahnsinn. Einfach nur ein Wahnsinn. So, dann schauen wir da nochmal rein zu dem armen Iren. Oh Gott, der hat es hinter ihm. Oh Gott, es ist einfach nur schrecklich. Es ist. Schaut euch das an, bitte. Schaut euch das an. Eigene Kind, ne? Aber was ist mit ihm los? Sebastian? Sebastian? Parkinson? Anfangsstadium? Keine Ahnung. Okay, gut. Bitte, ist das... Ja, ich meine, wenn du jetzt wirklich einen extremen Hunger hast, aber da musst du wirklich an so einen Hunger haben, dass... Was ist das bitte? Ist das ein Stück... Ist das ein Huhn? Oder irgendein Vogel? Ich weiß ja gar nicht. Und das sind Stierhoden wahrscheinlich. Fermentierte Eier, oder? Ich will jetzt gar nicht wissen, was das ist. Jedenfalls, also ich verstehe es, wenn er da nicht essen will, ja. Aber ja. Gut, bitte, was ist das? Was war das? Okay, dann schauen wir hier weiter. Ja, wenn es mich fragt, es ist kein Easter Egg. Allerdings für mich ist er Easter Egg, ja. Alle, ja, Älteren unter euch kennen vielleicht ein klassischer 80er Jahre Horrorfilm. Caroline, Kindslicht. Na, dämmert schon dem einen oder anderen? Genau, Poltergeist. Also irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich eh nicht, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, erinnert mich das mal an das. Okay, gut, war schnell weg aus diesem Haus, aber ich schaue noch vorher kurz rauf. Ich zeige euch, dass da oben nichts ist. Bis vielleicht auf das ein oder andere Muni-Teilchen, beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, schau mal wirklich, ich habe jetzt gar keine Ahnung, ist da wirklich irgendwas? Liegt das aber schon herinnen, oder? Ja, ein bisschen. Ja, oder Hirngel liegt auch manchmal herum, kennt man ja alles auch aus dem ersten Teil. Aber so an von diesen sammelbaren Collectibles, wo ich euch den 100% dran zeige, da gibt's. Das war ein cooler Move. Gleich so drüber übers. Ja, das können auch nicht alle. Jedenfalls, da war nichts von diesen Collectibles, die wir brauchen. Okay, dann geht's hier weiter. In diesem Auto ist auch nichts. Und wir haben schon wieder 33 Minuten. Dann werden wir da jetzt mal nach unten gehen. Und es geht gleich rechts runter. Da können wir noch ein paar. Ja, Erdbeben gibt es da auch immer wieder hier in diesem Bereich hier. So, Erdbebengebiet. Gibt es billige Baugründe übrigens hier in Union. So, kann man wie gesagt. Und ich würde auch empfehlen, bitte zerschlagt alle Kisten. Es sind auch welche dabei wie diese hier. Die sind ein bisschen robuster. Die haben so ein Eisengestell da drüber. Die kann man nicht zerschlagen, ja. Aber die anderen eben, was gesehen habt, kann man alles zerschlagen. Und fast wirklich, fast in jeder Kiste ist wo was drinnen, ja. Also sprich Hirngel oder Muni-Teile oder ja diese Teile für das Band oder diese komischen Reparaturteilchen, oder? Also, oder wie die heißen, wie sich die schimpfen, wisst ihr Bescheid. Also bitte zerschlagt alles, was irgendwie nur geht. Und wir gehen da dann gleich weiter. Bis dahin gehe ich noch. Ich schaue da mal. Da wäre offen, könnte mein Auto gleich abhauen auch, aber mache ich nicht. Ich will ja woanders hin. Und da sieht man schon. Es schwenkt hier automatisch rüber. Welcome to Union. Ich dachte am Anfang, es gibt vielleicht ein Achievement, wenn ich die Krähen oder diese Raben hier abschieße. Dem ist aber nicht so. Ja. We're glad you're here. Ja. Mich freut es nicht, dass ich hier bin. Ja, dann kann man hier einen Turn machen, einen 180-Grad-Turn und dann nach oben gehen, allerdings ist da nichts. Ja, ich zeige es euch nur, da ist nichts. Also könnt ihr gleich wieder vergessen und umdrehen. So, da unten sehen wir schon reges Treiben. Und da gehen wir dann auch gleich runter und dann wird bald
dann Kapitel Nummer 3 beginnen. Allerdings schauen wir uns das dann das nächste Mal an. Und ich denke, das wird vielleicht sogar über zwei Parts gehen, wenn nicht sogar drei. Denn das ist ein großer Bereich wieder, Kapitel Nummer 3. Da gibt es einiges zu sehen, eine Open World, sage ich mal, die überschaubar ist, aber schon viel, viel größer als das, was wir bis jetzt erlebt haben und dann teilweise auch noch erleben werden. Es ist auch wieder viel Story dabei, wir haben eine Nebenquest und werden alles machen. Ich werde euch wieder alle Collectibles zeigen, wo die sind. Ihr verpasst bei mir gar nichts und ja. Würde mich freuen, ihr seid, wenn es das nächste Mal dann wieder dabei seid, bei mir, wenn es wieder heißt, Evil Within Teil 2. Ja, übrigens auf der PlayStation 5, wenn es interessiert. Gut, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.